Alles klar, Freunde, und willkommen zurück zum nächsten Part von Dragon Ball Heroes World Missions. Wie ihr seht, sind wir hier folgendermaßen stehen geblieben. Wir haben auf jeden Fall noch Kämpfe zu bestreiten. Unser nächster Kampf ist jetzt der hier, folgender. Und bei jedem Kampf könnt ihr auch einsehen, wenn ihr auf 1 Seiten klickt mit X, gegen welche Charaktere kämpft, was die Abschlussbedingungen sind und ja, genau, Höchstpunktzahlbedingungen. Alles klar, dann gehen wir aber mal gekonnt hier weiter. Was geht jetzt hier ab? By the way, Freunde, könnte sein, dass es im ersten Part es ein wenig zu laut war, das Spiel, oder jetzt vielleicht ein bisschen leiser. Im Endeffekt bin ich jetzt noch am Testen und ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Parts hinbekommen, dass wir da auf jeden Fall gut Audio haben, sag ich mal. Also von der Lautstärke, wie man mich hört und wie das Spiel ist. Was für ein Kampf! Ist er wirklich ein Einsteiger? Ihr könnt aber gerne Feedback da lassen, falls es zu laut, leise ist und so fort. Er spielt wie ein Profi! Oh man, ich finde, dass die beide gewinnen. Oh Mann, was für ein Spaß. Nicht wahr, Osoru? Bide, ich habe gerade erst angefangen, meine Kraft zu nutzen. Komm schon, zeig mir, was du kannst. Let's go. Na schön, kannst du hier mit... Ha, Bide? Was geht jetzt ab? Hey, da draußen ist los. Ja, was ist das für ein Krach? Es ist böse im Busch. Oh oh. Das Böse ist im Busch. Böse! Der ist auf Apion. Erledigt. GG. Wow, tolles Cosplay. Was? Was tut er, wenn du mich fragst? Es ist beängstigend. Ja, ja, Cosplay. Also, hier zu landen ist wirklich eine Überraschung. Wo bin ich? Diese Kreaturen schwirren wie Fliegen um mich. Ich werde dir nur mein Foto bitten. Lol. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich, Moment. Kommt noch einer? Cooler, was machst du hier? Das muss mit der Bedrohung zu tun haben. So, so, du bist mehr als eine Fliege. Und ich habe die Zeit... Muss die Zeit totschlagen oder was er gesagt hat. Hör zu, kämpfe mit all deiner Kraft gegen mich. Mit etwas Glück überlebst du vielleicht. Oh man, was ist jetzt los? Oh, Alter, wie aggressiv. Okay, er meint es wirklich ernst. Wo könnte der große Simon 3 sein? Was geht? Oh, das ist cooler. Jemand macht cooler Cosplay. Hartz IV Cosplay cooler. Irgendwas ist aber seltsam. Du bist mir gefolgt. Verschwinde. Hier ist es gefährlich. Das ist kein Cosplay. Das ist also wirklich cooler? Sogar du hast also von mir gehört. Tsubarashi. Jetzt will ich dir zeigen, was ich kann. Oh, hey, lass mich in Ruhe. Das ist nicht gut. Er wird den Kleinen fertig machen. Oh, ja, denkst du, was zum... Hat er den Angriff gerade mit seinem Ki abgebrochen? Du wagst es mir zu trotzen, du kleine Ratte? Wie aggressiv dieser Cooler ist! Oh, die Slow Motions! Action, was geht jetzt ab? Hallo. Das ist Trunks. Das muss Trunks sein. Das war Knapporino. Was zum Teufel? Oh, das war eine fantastische Show. Oh man, das kannst du laut sagen. Ja, bist du okay, danke. Ja, aber das ist keine Show, oder? Nee, ganz und gar nicht. Nein, ich bin froh, dass du das verstehst. Aha, was genau war es dann? Ich sage dir die Wahrheit, weil ich glaube, dass du damit umgehen kannst. Aber erst sollten wir weggehen, damit niemand lauscht. Ja, komm mal mit, komm mal mit, komm mit. Okay, jetzt ist es ruhig genug. Der Gegner, gegen den wir gerade gekämpft haben, war echt also aus der Spielwelt. Aber echt. BD, meinst du das ernst? Unmöglich. Gegner aus dem Spiel tauchen also in der echten Welt auf? So könnte man es sehen. Oh mein, ja, ich glaube, mir ist schwindelig. Übertreibbar. Das und dann noch die Kraft, die ich vorhin hatte. Dafür habe selbst ich keine Erklärung. Aber heute habe ich etwas gelernt. Was denn? Das ist deine Hilfe, benötigt Osoru. Ikso, was? Meine Hilfe, wobei? Darüber kann ich hier nicht reden. Kannst du nachher zum Heldenlabor kommen? Ja, komm ran. Es gibt ein Heldenlabor. Ja. Ja, dann kann ich immer mal informieren. Okay, danke schön. Bis dann. Ciao. Ja, Gozaimasu. Ciao. Achso, wo die ist, ja. Ich hab alle gesagt, dass sie dich reinlassen sollen. Geh also schon mal vor und warte dort auf mich. Wir treffen uns, sobald ich mich hier um alles gekümmert habe. Bis später. Alright. Das Heldenlabor. Das werde ich mir wohl mal ansehen. Ja, das werde ich mir auch ansehen. Das zeige ich dir. So, was geht jetzt? Oh, Super Rainbow Heroes World Mission. Sprich mit einem als wichtig markierten Charakter, um die Geschichte fortzuführen. Okay, okay, okay. Ah, ich kann mich nur so bewegen, alles klar. Was hat's hier draußen so? Guck mal da hinten, wie cool Goku mit der Genki Dama. Wo kann ich hier alles hin? Open. Ey! Ja, ich guck gerne mal wirklich in so Spielen jede Ecke an, bevor ich irgendwas übersehe. Ah, lol, wieso kann ich da nicht hin? Alright. Was ist hier? Go, das ist da vorne, hier kann ich nichts machen.
Wahrscheinlich kann man eh vorne die ganzen Sachen eh erst benutzen. Oh, lass mal ein bisschen driven. Geht nicht. Die Gasse kann ich nicht. Oh! Willkommen, ich bin Reel und das ist mein Objektladen. Du gehst zu Objektladen, möchtest du? Ich hin? Ja, lass mal gucken, was da abgeht, Objektladen. Willkommen. Ja, okay, guck mal, das kannst du dann Charakteren geben. Wir haben halt leider keinen Zenny. Und die bekommen dann für den Kampf eben die Werte, die hier gelistet sind, ja. Ja. So 500 HP und sowas. Okay. Merken wir uns. Objektladen ist zur linken Seite, ja, alles klar. Ja, Freunde, ich muss auch erstmal mit dem Spiel ein wenig vertraut werden. Ich hoffe, das passt, aber nach und nach werden wir uns auf jeden Fall hier festigen. Was hat's hier rechts? Hallo. Super, Kleiner, ich habe gerade meinen Gadgetladen eröffnet. Ich verschenke Gadget-Tickets, greif zu. Möchtest du Gadgetladen? Ja, komm her, summon, die Hände zittern schon. Hallo, du bist zum ersten Mal im Gadgetladen, oder? Ja. Der Gadgetladen hat drei Funktionen. Es gibt das Karten-Gadget, das Zubehör-Gadget und die Ticketbörse. Oh, by the way, wahrscheinlich waren die Zubehör, was das was ich meinte vorhin. Dass man im Kampf die Charaktere mit Zubehör buffen kann für diesen Kampf. Pass genau auf, denn ich werde dir jetzt alles erzählen, was du über den Gadgetladen wissen musst. Okay. Dreh die Kurbel an einem Karten-Gadget, um eine Karte zu gewinnen. Um die Kurbel drehen zu können, musst du ein Ticket an dem Gadget verwenden. Alles klar. Es gibt zwei Arten von Tickets, Gadget-Tickets und Gadget-Tickets selten. Wenn du ein Gadget-Ticket verwendest, kannst du die Kurbel an einem normalen Gadget drehen. Jede Karte, die es jemals gegeben hat, befindet sich in diesem normalen Gadget und du hast die Chance, einen davon zu gewinnen. Genau, es ist jede. Okay, normale Gadget, alles klar. Wenn du Glück hast, gewinnst du vielleicht sogar eine US-Karte. Also dreh die Kurbel so oft wie möglich. US sollte. Ja, die Begriffe sind immer komisch auf Deutsch, Freunde. US könnte es ultra-secret. Also ist, glaube ich, eine hohe Rarität. Mit Gadget-Tickets selten kannst du die Kurbel am seltenen Gadget drehen. An diesen Link kannst du ausschließlich Karten der Seltenheitsstufe SS oder höher gewinnen. Alles klar. Oh, komm, wie geil die Karten aussehen, Freunde. Wenn du auf seltene Karten aus bist, solltest du diesen Gadget verwenden. Alles klar, das wäre alle Inside-Informationen über den Gadget-Laden. Als Dankeschön dafür, dass du dir meine ganzen Erklärungen angehört hast, habe ich ein Geschenk für dich. Benutze doch mal diese Tickets, um die Kurbel an dem Gadget zu drehen. Oh, es wird gesammelt. Normaler Gadget. Benutze die Gadget, um Karten mit Seltener von U bis Secret SEC. Sind eine hohe Rarität, wenn ich es mich recht entsinne, um einfache Karten mit einer Seltenheit von SS oder höher. Okay, oh, alles klar. Also, ich habe mich... Benutze die Gadget, um Karten aus dem Set zu... Okay, genau, ich habe mich nämlich ein wenig schlau gemacht, bevor ich das Spiel mir geholt habe. Es gibt verschiedene Sets. Das ist das neueste Set. Universal Mission, okay? Das ist Super Dragon Ball Hero Set. Und in den verschiedenen Sets gibt es verschiedene Charaktere. Wo ziehe ich jetzt? Universal Mission. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Karte wo ist, aber ich lass uns mal hier aus dem neuesten Set ziehen. Lass mal, sollen wir alle 10? Komm, hauen wir mal alle 10 raus. Ich werde einen Link in die Beschreibung setzen. Oh, Karten halten. Golden Cooler. Ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, Freunde. Dort könnt ihr euch ansehen, welche Karten es aktuell gibt und in welchen Sets sie sind. Damit ihr da wisst, okay, in dem Set sind diese Karten. Hey, ich hab's. Okay, guck mal. SS, okay. SEC Cooler. Cooler ist die höchste Rarität, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt nämlich die Raritäten der Karten, seht ihr, an folgendem, Freunde. Es gibt 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Lass ich mal ganz kurz abchecken, wo, in welchem Set was ist, damit ich da diesen seltenen Ticket reinhauen kann. Kurzer Cut, Freunde, und zwar habe ich hier nochmal ein bisschen rumgeschaut, und zwar ganz einfach, im normalen Gadget könnt ihr auch von jeder Rarität alles ziehen, von U bis SEC, wie gesagt, seltene Gadget-Tickets, da habt ihr quasi eine höhere Chance, dass ihr seltene Karten zieht, SS oder höher, wie dran steht. Und ich habe mir gesagt, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, wo ihr sehen könnt, welche Karte in welchem Set ist. Aber das könnt ihr auch hier im Spiel sehen. Ich werde den Link natürlich dennoch in die Beschreibung setzen, für die, die es interessiert. Wenn ihr hier einfach im Spiel selbst auf ein Set geht, zum Beispiel Super Dragon Ball Heroes Set 5 auf X klickt, dann werden euch hier die Karten angezeigt. Wenn ihr nochmal X drückt, dann werden auch quasi angezeigt, so die Karten an sich, wie sie aussehen, was sie drauf haben und so fort, Freunde. Also im Spiel selbst geht das auch. Und dementsprechend wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz zeigen und würde sagen, weiter im Kontext. Wir ziehen mal bei Set 1, denn in Set 1 sind SSJ4 Charaktere, aber auch ein Evo Vegeta. Und wie gesagt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, Freunde, könnt ihr gerne abchecken. Oh. Der ist nicht so geil. SS, cool, okay. Die Sache ist, die SEC ist quasi die höchste Rarität. Ultimate Rare quasi mehr oder weniger eine Stufe über Ultimate Rare. Also, dass sie den Cooler gezogen haben, das war wirklich ein sehr, sehr guter Pull. Aber, geil. Krass. Ja, wir haben wirklich gut, also,
Tickets eintauschen. Was steht hier? Ah, Anzahl benötigt 10. Ja, ich habe nur ein Ticket, okay. Bin arm. Gegen 50 Gadget-Tickets könnte ich einen selten holen. Alles klar, verstehe. Jedenfalls, es gibt so, ich habe so 10 Ticket-Charts, sag ich mal. Dieser coole Pool war richtig geil. Denn Kula hat die höchste Rarität SEC, wenn ich alles soll. Und ich habe gerade, sorry, tut mir wirklich leid, ich habe gerade den genauen Namen von SEC nicht im Kopf. Secret irgendwas, keine Ahnung. Aber jedenfalls, jetzt, Menü kann ich hier nicht rein. Nee, ich wollte euch nämlich Kula zeigen. Egal, nicht schlimm, aber der Golden Kula Pool war geil. Hallo, dich habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke, ciao. Super Dragon Ball Heroes ist in der Stadt enorm beliebt. Alles klar. Willkommen mein Zubeladen. Ich bin Marlin. Okay, lass mal gehen. Lass mal gucken, was ihr habt hier im Zubeladen. Ah, ja, okay, Zubeladen. Verstehe. Okay. Fähigkeit, Regeneration, Verstärkung. Spezial. Subaru SG1-6 dann auch. Okay, ja. Ja, komm mal auf jeden Fall noch zurück. Sicherlich. Ich will einfach nur kurz gucken, wo was ist, Freunde. Aber geil, komm, wir konnten direkt pullen, ey. Das ist krank, das war. Geil, das war. By the way, das Spiel hat bis jetzt nur bis UM2. Erstellladen. Hey, was ist das? Ah, man kann Karten erstellen. Man kann eigene Karten erstellen, richtig. Das werden wir uns auf jeden Fall noch genau ansehen in der Zukunft. Willkommen. Hallo. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall noch genau ansehen. Man kann nämlich eigene Karten erstellen. Das ist richtig geil gemacht. Jetzt geht, aber guck mal, jetzt müssen wir da nach vorne. Let's go. Ich würde sagen. Oh, was geht jetzt ab? Mal sehen, also laut der Karte ist das hier Heldenlabor. Ach so, aber auf dem Schild steht Heldenturm. Naja, ich gehe einfach mal rein. Ah, jetzt was sagen wollte. UM7 gibt es eigentlich aktuell in Japan. Also physikalisch die Karten. Im Spiel ist, bis jetzt haben wir nur UM2. Ja, das kann es nicht sein, dass es nur irgend so ein Laden, okay. Nappe! Kann heißt einfach. Hä? Die haben eine Aufgabe im Heldenturm und im Heldenlabor für die Sicherheit zu sorgen. Sind das Zwillinge oder so? Der große Simon hat uns gesagt, dass sie dich erwarten sollen. Das Heldenlabor ist eine geheime Anlage. Nur wenige Außerirdische wissen davon und nur ganz wenige wissen, wie man hineinkommt. Ich werde dich persönlich dorthin führen, entlang bitte. Hä? Das ist einfach ein Nappa, wieso heißt der Kang? Warte bitte hier, okay. Das ist also das Heldenlabor, ja. Keine Spur vom großen Simon 3. Wer ist das? Boah, ist hier jemand? Hä, hey, hallo? Hallo, wurdest du auch ausgewählt? Also du bist hier. Oh, ausgewählt, wofür? Hör auf, dich dumm zu stellen, du bist hier, weil der Meister dich ausgewählt hat, oder? Ja. Meister? Meister! Ja, das ist der Meister. Der Meister! Allerdings nennt man ihn bei seinem vollständigen Namen. Okay. Der große M3 ist der coolste Super Dragon Ball Spieler, den es gibt. Deswegen nennt ihn auch jeder Heldenmeister, lol. Oder ganz kurz und knapp Meister. Okay. In Ordnung. Du wurdest also ausgewählt, ja. Genau das. Tut mir leid, dass ihr beiden warten musstet. Großer MN3, was ist los? Habe ich nicht gerade gesagt, dass sie ihn alle Meister nennen? Ja, der. Genau, alles klar, Meister. Genug geplaut, Meister, du bist spät dran. Verzeiht mir, ich war bloß dabei, nach weiteren Anzeichen der Bedrohung zu suchen. Also los geht's. Das hier ist Note. Was geht ab, Galaxy Note? Hier siehst eine weitere Super Dragon Ball Hero Spielerin, die ich rekrutiert habe, genau wie dich. Freut mich, dich kennenzulernen zum zweiten Mal. Oh mein Gott. Ja, freut mich auch, klar. Also, wie lange spielst du oder so? Gerade eben. BD. Du bist total unerfahren, Meister. Bist du dir sicher, was ihn angeht? Keine Sorge, ja, er ist noch unerfahren. Oh mein Gott. Aber er lernt unglaublich schnell, er wird mithalten können. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Hast du gerade gegnerisch gesagt? So ist es, meine schlimmsten Ängste bewahrheiten sich, sie erscheinen in der echten Welt. Oh no, oh doch, Osuro hat es mit eigenen Augen gesehen. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben, aber es ist wirklich passiert. Er kam aus der Spielwelt, daran besteht kein Zweifel. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe Note schon informiert, aber im Spiel passiert etwas Seltsames. Der Gegner, der dich angegriffen hat, war das Ergebnis dieser Anomalie. Wir können nicht zulassen, dass sich das wiederholt, oder? Nein! Die Spiele würden vernichtet werden und weitere tödliche Gegner würden erscheinen. Was auch den Untergang dieser Welt bedeuten würde. Oh Mann, ich wünschte, das wäre ein Witz. Was ist denn die Ursache? Nicht was, sondern wer. Eine bestimmte Person will sehr mächtig werden und die Person ist bereit, eine Anomalie zu verursachen, um mit Hilfe der resultierenden Daten an die Kraft zu kommen. Hast du eine kolossale Nervensäge? Ja, wir können nicht zulassen, dass das Spiel so ausgenutzt wird. Der will einfach Schattenboxen.
So, jetzt aber. Wir müssen den Bedrohung so schnell wie möglich eliminieren. Ja, let's go. Aus diesem Grund stelle ich mein eigenes Team zusammen. Ole, glaubst du wirklich, dass wir jetzt mit einem der Mächtigen aufnehmen können? Ja, weil ihr genauso mächtig seid. Oh, dankeschön. Erst habe ich versucht, diesen Gegner allein zu besiegen, aber es war offensichtlich nicht genug, nur ein Super Dragon Ball Hero Spieler zu sein. Ich bin durch Spezialkräfte, aber der Kampf war zu gefährlich, um andere zu involvieren. Ich studierte Super Dragon noch gründlicher, um gegen die anderen Manier vorzugehen. Aus diesem Grund wurde ich sehr gut da. Digga, komm auf den Punkt. Aber auch damit schießt an meinen Grenzen, die Anomalie wurde noch stärker. Mittlerweile ist ja, das heißt, ich brauche eure Hilfe. Dankeschön. Wie sollen wir helfen, wenn nicht mal du dieses Ding besiegen kannst? Ich hatte auch erwähnt, dass es Spezialkompetenz nicht war. Wir müssen auch herausfinden, ob ihr meinen Heldenwechsel klarkommt. Was ist denn das? Ach, ich sollte es euch erklären. Es dient dazu, das Spiel zu betreten. Man kann das Spiel betreten? Das ist mir neu. Ich habe es von jemandem erfahren, dass dem es einmal gelungen ist, das Spiel zu betreten. Ich habe die Schritte dieser Person rekonstruiert und herausgefunden, wie ich es selbst machen kann. Tatsächlich wurde dieses Labor mit Hilfe der Daten von jeder Reise aufgebaut. Also, hier sind eure Heldenwechsel. Oh man, wow, ja, der ist ziemlich gut, danke. Oh, really, was sieht jetzt ab? Hatte ich es mir doch gedacht, ihr seid beide kompatibel, sonst könnt ihr sie nicht benutzen. Nice, Moment mal, wenn ich dann damit das Spiel betreten kann, kann ich den echten Son Goku treffen? Ja, so den Goku im Spiel. Oh man, ist das nicht unglaublich, ich bin so aufgeregt. Das wird gefährlich sein. Seid ihr trotzdem bereit zu helfen? Auf jeden Fall. Das gleiche geht für mich, okay. Aber du bist unser. Ja, können wir bitte zum Punkt kommen? Ja, ja, meist, ja, Sir, okay, ja. So, ich habe etwas für dich. Jetzt, genau, komm mal ran. Teamuniform, wow, wirklich, ich dachte gerade, dass es echt cool aussieht. Natürlich, du gehörst doch jetzt zum Ziel. Na los, probier sie an. Let's go. Rock these Klamotten oder was? Oh my, yeah. Okay, es sieht schön. Capsule Corp bin ich am Start. Nicht schlecht, hey. Yeah. Let's go. Rechnung, was für eine Rechnung? Ich kämpfe gegen dich, pack mir's an. Ah, okay, ja. Hat man aus Pokémon geklaut, ne? Jetzt, Rivale, Note hier. Ja, ja, jetzt komm ran. Let's go, unser erster Kampf mit unseren neuen Karten. Alter, die wird so auf die Schnuppe bekommen mit Cooler. Genau, let's go, das sind cool, ich bin dabei. Heldenwechsel. Okay, bereit eure Heldenwechsel vor und ab geht's. Let's go. Oh, was geht hier? Hallo, hast du das auf ein paar Minispiele? Nee, aufladen, nee, gerade nicht. Oh, wie schön dich zu treffen. Wenn du meine Mission abschließen kannst, werde ich dich fürstlich entlohnen. Du gehst zur Tutorial-Mission. Möchtest du dort wirklich hin? Ich muss, glaube ich, dahin da. Das ist ja mal markiert. Jetzt musst du 5 verschiedene Missionen abschließen. Bei der ersten erzähle ich dir etwas über die 3 verschiedenen Kampftypen. Ja, perfekt, genau. Jetzt. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, da bin ich noch am Start. Diese Mission spielen, ja. So, Freunde, direkt essen gucke ich mal ganz kurz was nach. So. Lerne 3 verschiedene Kampftypen kennen. Es sind eigentlich 4. Aber ich weiß, ob im Spiel es 4 gibt. Normalerweise gibt es 4. So, achte auf Kampf, jede Karte hat eigene Typen. Heroes und Allround, um es kurz zu sagen. Elite Fernangriff, können Gegner betäuben, können Ki regenerieren und Berserker sind All-Out-Angriff haben, verlieren an Verteidigung. Genau, es sind auch Koop-Effekte, richtig. Helden sind ausgerechnete Kämpfer mit stärkeren Verteidigung. So, Heroes sind quasi Allrounder mit starker Verteidigung, alles klar. Einsteigerfreundliche Kämpfer mit hoher Abwehr, perfekt für Anfänger, alles klar. Ausgerechnete Kämpfer, Allrounder, sehr schön. Das ist das Symbol, rot, merken wir uns. Sie können Kämpfe wirklich heldenhaft beenden, weil sie so leicht einzusetzen sind, eignen sich gut für Anfänger, alles klar. Helden erkennst du an der roten Karte unter dem Charakter, genau, sehr schön. Piccolo ist ein Held zum Beispiel. Platziere jetzt eine Karte vom Heldentyp in Angriffsbereich. Okay, platziere mal Kakarot hier rein. Let's go. Da muss ich alle platzieren, oder was? Ja, was soll's, komm. Ja, hab ich doch. Oh mein, ja, was ist da los? Müssen alle richtig gewesen sein. Drücke an den Kampfschatten. Ja, let's go.
Wenn du mit mehreren Angreifern des gleichen Kampftyps attackierst, da kommt jetzt quasi diese Koop-Bonus, das ist eine Combo. Greife gleichzeitig Kämpfe des gleichen Kampftyps an, gewinne mit einem Perfect Koop-Bonus. Alles klar, sehr schön. Entfesselst du einen Koop-Angriff, machen wir mehr Schaden im Prinzip. Oh, sehr schön. Steigere deine Stärkestufe mit dem Koop-Bonus-Effekt. Alles klar, bei einem Perfekt oder einem Miracle-Perfekt ist quasi, dass egal wo du A drückst, bekommst du einfach Perfekt drauf. Gibt es einen Koop-Bonus. Der Koop-Bonus hängt von dem Kampftyp der Karte ab, die einen Perfekt erzielt hat. Der Koop-Bonus für Helden erhöht deine Kraftstufe. Oh, okay, sehr schön, die ging hoch. Außerdem erhältst du immer, wenn deine Kraftstufe steigt, Heldenenergie. Los, entfesse einen Superangriff mit der Heldenenergie, die du gesammelt hast. Okay, jetzt haben wir nämlich über 9000, ne? Jetzt können sie ihre Super-Deck starten. Sehr schön. SEC heißt irgendwie Secret Ultimate Rare sozusagen. Habe ich gerade nachgeguckt, sorry. Deswegen war ich so ein bisschen abgelenkt. Aber ja, also cooler hat die Höchstqualität, den haben wir auf jeden Fall gut gemacht, gezogen. Aber ich konnte mein Team nicht bearbeiten, kein Neues. Ja, ich finde das schon interessant, Freunde. Es ist im Prinzip ein Kartenspiel. Und ich könnte mir eigentlich, Helden verlieren bei gegnerischen Angriffen weniger Ausdauer, weshalb sie schwer zu betäuben sind. Okay. Beim Kämpfen sind sie Alleskönner. Viel Glück in der nächsten Runde. Okay. Deswegen, falls... Jetzt, Elite-Typ. Konzentrieren uns erstmal auf das, sorry. Elite-Typ sind Ausdauerkämpfer. Auf Ausdauerangriffe spezielle Kämpfer, behalte dein und gegnerische Ausdauer beim Kampf im Auge. Alles klar. Elite-Kämpfer sind Ausdauerkämpfer, die Key-Explosion zum Angriff nutzen. Genau, Key-Explosion. Angriffe mit Key-Explosion eignen sich gut, um die gegnerischen Ausdauer zu senken. Alles klar. Senke die Ausdauer deines Gegners, um ihn zu betäuben und um über das Kampfgeschehen zu bestimmen. Okay, sehr schön, sehr schön. Elite-Kämpfer erkennst du an der blauen Karte unter dem Charakter. Alright, sehr gut. Okay, platziere eine Karte vom Elite-Typ im Angriffsbereich. Dann wollen wir mal Gohan platzieren, neben Piccolo, ja? Vater und Sohn. Ah, okay, ja, beide. Energie ist gestiegen, sehr schön. Aha, und unsere Heroes holen wir runter. Damit ihre ihre Ausdauer erhöhen. Bist du bereit, drücke A, um den Kampf zu starten? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir, das gefällt mir. Sowas lieb, ich mag so Kartenspiele. Jetzt, um zurückzukommen von vorhin. Ich will nicht, falls es mal dazu kommen könnte, ich schließe es aus. Weil mittlerweile gibt es so Dokkan JP 4 Jahre. Und es einen PvP-Modus geben könnte, dann könnte ich mir es eben so vorstellen. Weil Dokkan Charaktere sind ja auch Karten mit HP, Stat, Verteidigung, PF, Passive und so fort. Nutze Koop-Boni zur Ausdauerheilung. Okay, unglaublich, du hast wieder einen Perfekt-Alten. Okay, ja. Der Koop-Bonus verliert halt Ausdauer. Okay. Wenn wir jetzt nur mit Elite-Kämpfern kämpfen, bekommen wir Ausdauererholung. Kannst du gerade lange als Angreifer... Ah, perfekt, dann kann man sie lange spielen. Tatsächlich, ja, logisch. Also man hat immer einen Vorteil davon, wenn man mit Charakteren desselben Typus angreift, weil dann schadet man Koop-Angriffe. Bei Heroes haben wir es gesehen, die haben eine erhöhte Abwehr, machen für mehr Schaden. Und unsere Elite-Kämpfer, die erhöhen ihre Ausdauer. Sehr schön, sehr schön. Ey, ganz ehrlich, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich weiß, ich hab's so mit Karten spielen, weiß auch nicht warum. Okay, nice. Und, ja, danach kommt noch Berserker. Berserker sind quasi All-Out-Angriff, sag ich mal. Und eigentlich habe ich ja gemeint, es gibt vier Typen. Es gibt eigentlich noch im echten Kartenspiel, vielleicht kommt das hier noch, vielleicht wird es da noch eingeführt. Eigentlich gibt es im echten Kartenspiel noch Spezialcharaktere. Das sind, um es kurz zu sagen, Supporter. Man kann nur einen Supporter im Team mitnehmen. Aber wie gesagt, das... war bei den echten Karten jetzt, also im Real Life. Vielleicht kommt das ja noch. Berserker-Typ, Schadenkämpfer, mächtige Angreifer, die TP reduzieren, also die HP. Diese Kämpfer neigen aber zu niedriger Abwehr und werden leicht betäubt. Okay, alles klar. Berserker sind Schadenkämpfer mit viel Kraft. Sie können die TP deines Gegners schnell senken, verlieren bei gegnerischen Angriffen aber viel Ausdauer. So, sorge dafür, dass sie genug Ausdauer haben, damit sie nicht betäubt werden. Okay, Berserker erkennst du an der Villuetten-Karte unter dem Charakter. Alles klar, dankeschön. Genau. Hier geht's eine Karte vom Berserker-Typ in den Angriffsbereich. Let's go. Dann wollen wir mal. Die zaubern wir runter. Sehr schön, das Spiel erklärt es doch wirklich sehr, sehr gut. Bist du bereit, drücke A, um den Kampf zu starten? Ja, bin ich. Let's go. Yeah.
Oh, ja, jetzt haben wir, ja, okay. Nutze Kuroboli zum Zerstören der gegnerischen Heldenenergie. Bist du ein taktisches Genie? Das sah wieder perfekt. Achso, meow. Ja, das ist absichtlich so. Der Kurbonus für Berserker vernichtet die gegnerischen Heldenenergie. Sehr schön. Die Heldenenergie brauchen sie, um Superangriffe zu starten. Vernichten wir jetzt die Heldenenergie, dann geht das, damit er keinen Superangriff benutzen kann. Geil, seht ihr, das kann man so strategisch spielen auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay-Attacke. Geil. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das gefällt mir wirklich. Sehr schön. KO. Dein Team hat gewonnen. Nice. Mission abgeschlossen. Cool. Geil, Freunde. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, kommen wir gerade, also diesen Part von, sind wir langsam vorangekommen. Gegenstand erhalten. Ich entschuldige mich dafür. Normal. Was? Crab Boost des Kriegers. Ich entschuldige mich dafür, aber ich muss das Spiel ja auch noch selbst kennenlernen. Ich hoffe, das passt. Ich versuche es halt quasi viel mitzunehmen. Ab einem gewissen Part werden wir uns eh steigern, wenn wir uns auskennen. Bei der Mission erzähle ich dir etwas über die 4 verschiedenen Typen von Fähigkeiten. Okay, siehst du, CAA sind quasi Active und so fort. TA ist mit Touch. Sehr cool, das ist sehr cool, Freunde. Lass uns für diesen Part hier mal Schluss machen. Dann starten wir im nächsten Part hier weiter mit den weiteren Tutorial-Missionen. Die sind wichtig, die müssen wir auch machen. Und dann lernen wir quasi nach und nach das Spiel kennen. Wie gesagt, geht vielleicht ein bisschen steppend voran, ein bisschen langsam voran. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, könnt ihr mich das gerne wissen lassen und ich ziehe da ein bisschen auf. Sag ich mal, ne? Aber an einem bestimmten Part, wenn wir uns dann quasi auskennen, wird das eh schneller gehen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch im Endeffekt dann dennoch gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.